können Sie mir über das Verschwinden meiner Schwester sagen? Wenig. Oder viel. Es liegt an Ihnen. Aber warten Sie nicht so lang. Die Uhr tickt. Für die meisten ist das hier die finsterste Provinz. Aber hier gibt's überall vergrabene Geschichten. Sind Sie eine Verbindung zwischen den Doppelmorden und dem Verschwinden meiner Schwester? Da gibt's keinen. Ein Glück bist du Polizeichef. Du wirst dich schon finden. In der Stadt macht das Gerücht vom Serienmörder seine Runde. Was haben Sie denn da gesucht? Nicht was. Wen? Barbara ist nicht tot. Sie lebt. Dieser Mann hat eine Vorgeschichte. Er spielt mit mir. Der Einzige, den die jetzt noch auf ihrer Liste haben, ist ihr Schwager. Glaubst du mir? Welchen Schlamm willst du auffüllen? Habt ihr Angst, was wir drunter finden? Ich brauche Sie hier. Sehen Sie das, was andere nicht sehen. Finden Sie das Verborgene. Ich will in sein Haus. Wieso habt ihr denn nicht weiter ermittelt damals? Pass auf dich auf. In den Akten fehlen dauernd Seiten. Denken Sie an die Menschen, die jemanden geliebt haben. Kennen wir uns? Verpisst euch! Wenn du wieder anfängst, geht alles von vorne los. Solange ich sie nicht gefunden habe, ist sie nicht tot. Es geht um ein Verbrechen. Vor allem behandelt diese Serie sozusagen die Hinterbliebenen und was es mit den Hinterbliebenen macht. Also eine Frau verschwindet und in der Serie lernen wir oder sehen wir, was das mit den mit der Mutter dieser Frau macht, was mit dem Bruder, der auch LKA-Chef ist, macht, was es mit der Tochter macht. Also es ist so quasi das Umfeld und wie das Umfeld quasi daran an dieser grauenvollen, an diesem grauenvollen Verbrechen sozusagen zerbricht, ja, peu à peu. Und versucht aber auch gleichzeitig dieses Verbrechen zu, diesen Fall zu lösen. Und es ist ein toller, toll gedrehter, toll geschriebener Thriller, basierend auf einer wahren Geschichte, den Göhrde-Morden. Und es ist ein, ich finde, das ist wahnsinnig gelungen. Ich habe mit Sven Bose als Regisseur, der auch Kudamm, die ersten beiden Kudamm-Teile gemacht hat, hat er mit Michael Schreitel, dem Kameramann, wirklich was wirklich, wirklich Bemerkenswertes auf die Beine gestellt. Und ich muss sagen, das ist von allen Sachen, die ich jetzt in letzter Zeit gedreht habe, auf jeden Fall das, worauf ich mich ganz, ganz besonders freue. Vier Leichen. Wieder abgedeckt von Ästen. Meine Rolle oder Jan Gerke ist nicht basiert, also basiert nicht auf einer wahren Person in diesen Ermittlungen. Ein paar andere Figuren basieren tatsächlich auf wahren Figuren, unter anderem Wolfgang Silaf, eben dem damals ermittelnden Kommissar oder LKA-Chef. Also er hat natürlich nicht offiziell ermittelt, sondern natürlich privat, weil seine Schwester verschwunden war. Und meine Figur Jan Gerke ist ein etwas chauvinistischer Polizist, fängt an in den 80er Jahren. Das hat mich schon gereizt. Also ich mag solche Einblicke in vergangene Zeiten und die 80er habe ich auch noch ein bisschen miterlebt. Von daher war das irgendwie eine schöne Sache und hat ein bisschen so ein Problem mit Frauen, was dann natürlich interessant wird, weil eine Kollegin quasi reinkommt, die ein bisschen noch ein bisschen besserer Ermittler ist als ich selber. Und da entsteht eine sehr interessante Konfliktsituation zwischen meinen Vorgesetzten auf der einen Seite und mir und dann meiner weiblichen neuen Kollegin auf der anderen Seite, die eigentlich viel schlauer ist als jeder andere in meiner, sozusagen bei meinem, meiner Dienststelle. Und das war einfach das Gefühl für meine Figur, in jeder Situation Konflikt, in jeder Situation ein bisschen unterlegen, in vielen Situationen auch ein bisschen dümmlich. Und das macht dann natürlich besonders viel Spaß, wenn man so als hilfloser Spielball so ein bisschen zwischen die Fronten gerät, kann man da sehr, sehr schön spielen. Ist natürlich dann auch, wenn das so gut geschrieben ist, für einen Schauspieler relativ einfach, da ein bisschen nicht allzu schlecht auszusehen vielleicht.
also wir hatten natürlich auch die tatsächliche Person am Set, die mit dem Fall befasst waren zu der Zeit, als es sich begab. Ich kannte den Fall aus dem Zeitverbrechen-Podcast, der wurde auch behandelt in einer Episode. Und habe natürlich dann, als ich die Rolle gemacht habe, da habe ich für gecastet auch, und als ich mich auf die Rolle vorbereitet habe, habe ich einfach so viele Zeitungsartikel darüber gelesen, wie ich konnte. Was sehr, sehr spannend ist, ist wie dieses Justizversagen bei den damaligen Ermittlern, was da für Fehler gemacht wurden, wie passieren solche Fehler, wer hat das Sagen, und vielleicht passieren so Schluderigkeiten aus Respekt oder vielleicht auch aus, weil man eben nicht helfen will oder weil man sich besser in ein besseres Licht stellen will. Also es ist diese Dynamik, die bei solchen Ermittlungen entstehen kann, nicht entstehen sollte, aber eben entstehen kann, ist hochinteressant, und das kann man eigentlich nur von den Personen dann erfahren, die es auch durchlebt haben. Aber natürlich habe ich alles gelesen, was ich darüber lesen konnte, und mir dann versucht, für meine Figur ein paar physische, also eine Körperlichkeit zu geben, die ich ein paar alte Persönlichkeiten, denen ich in den späten 80er Jahren begegneten als Kind, da anzulegen. War ja auch ganz eigene, weil das war ja ganz eigene, wie sich Leute bewegt haben in den 80er. Habt ihr so ein paar, die Hände, so wie man die Hände in den Taschen gehabt hat oder wie man rückwärts auf dem Stuhl gesessen hat, also solche Sachen, habe ich da versucht, ein bisschen einzubauen. Apropos Barbara Neder, Becker hat gesagt, sie hat Stress mit ihrem Mann und eine neue Liebe erwähnt, aber keinen Namen. Warst du bei ihm? Nee, das war nicht nötig, habe ich im Telefon geklärt. Und er sagt, seine Frau kann bestätigen, dass er am 13. August, also am Tag ihres Verschwindens, zu Hause war. Du hast ihn am Telefon nach dem 13. August gefragt? Habe ich nicht. Hat er von sich aus erwähnt. Wieso erwähnt er von sich aus ein Alibi, nachdem du ihn nicht gefragt hast? Interessant. Ich habe mit Herrn Sielaff drüber gesprochen, und Herr Sielaff ist ja quasi die Zentralfigur, oder auf ihn, also die Figur von Matthias Brandt basiert ja auf eben Herrn Sielaff selbst. Und ich habe mit ihm drüber gesprochen, wie er das fand, weil wir waren auf der Premiere beim Hamburger Filmfest zusammen, und was er davon denkt und so. Und dann sagt er so, er versteht natürlich schon, dass es Film ist und dass man da eine gewisse kreative Freiheit sich nehmen muss. Allerdings kann er natürlich als sozusagen zentrale Figur schon sagen, da gab es ein paar grobe Unstimmigkeiten, die natürlich einfach dann da sind, wenn man was filmisch erzählt. Und auch einfach auch der Zeit geschuldet, die man halt hat. Man hat halt nur ein paar Stunden, in denen man Sachen erzählen kann. Gute Frage, ob das den Hinterbliebenen lieb ist, dass sowas nochmal filmisch erzählt wird. Ich glaube, keiner von denen will natürlich, dass man jetzt sowas einfach vergisst, sondern jeder will natürlich verhindern, dass so ein Justizversagen wieder passiert. Also wenn es so viele klare Indizien gibt, dann soll natürlich auch der Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, und das Gefühl hatte ich auch, dass es schon ein paar schmerzhafte Erinnerungen hervorruft, wenn man natürlich sowas dann sieht. Und da gibt es ja auch ein paar wirklich harte Szenen, die dann für einen, der sich vielleicht eventuell vorstellen muss, dass es seine eigene Mutter oder Schwester war, das ist natürlich schon unangenehm ist. Aber ich glaube, dazu ist zumindest Herr Sielaff viel zu erfahren und natürlich auch schon diese Trauer schon viel zu sehr bearbeitet, als dass ihm das nochmal so wirklich aus der Bahn werfen würde. Aber unangenehm ist es, glaube ich, trotzdem. Ich habe mich jetzt gerade erinnert, dass ich teilweise nachts am Freitag gedreht habe in Hamburg und am Samstag früh um 6 nach Südafrika geflogen bin, um dann am gleichen Tag noch in Südafrika zu drehen. Das ging eigentlich erstaunlich gut, aber dann ist es auch dieses Abstreifen der Figur ist bei so einem düsteren, bei einer so einer düsteren Sache schon auch, merke ich auch, ist auch präsent. Ich merke vor allem auch, dass so eine Sache dann doch, dass mich die Figuren so ein bisschen länger begleiten. Ich habe ganz lange dann so weiter,
hätte weiter so eine körperliche Haltung wie der Jan Gerke, die ich mir da so ein bisschen für die Rolle zurechtgelegt habe. Also das bleibt dann schon länger da. Allerdings würde ich mal sagen, dass es dann die Aufgabe ist vom Regisseur, dafür zu sorgen, dass trotzdem eine gewisse Leichtigkeit da ist, vor allem wenn man so ein düsteres Thema behandelt. Und der Sven Brose ist ein wahnsinnig lustiger, sympathischer und natürlich auch sehr talentierter Regisseur, der immer dafür sorgt, dass da nicht eine Überlastung oder eine Überspannung entsteht, sondern der kann auch mal mit einem lockeren Spruch, auch wenn es total todernst ist, macht er einen lockeren Spruch und alle biegen sich vor Lachen, was dann auch manchmal hinderlich sein kann bei manchen Szenen, aber deswegen, da finde ich immer, ist es wichtig, dass man merkt, so, ja, wir sind seriös und ernst bei der Sache, aber lass es nicht zu überhand nehmen. Ja, wir dürfen uns jetzt nicht hier verrückt machen.